Und damit herzlich willkommen auch auf YouTube. Ich streame gerade auf Twitch. Das heißt, wer Lust hat, der kann unten in den Beschreibungen unten gerne mal reinklicken. Wir werden des Öfteren jetzt mal Teso spielen. Ich hoffe, es klappt alles. Es sieht gut aus. Wir waren stehen geblieben beim Einbruch in diese wundervolle Villa. Und ich würde einfach mal gucken, was haben wir denn noch so an Missionen zu erledigen. Wir sind ja hier mehr so im Singleplayer unterwegs. Achso, die haben wir verteilt. Ah, Hilfe. Ich muss mich erst wieder reinfinden. Tagebuch J, Journal, genau. Stiehl die Waffen, die seidene Waffen, Stehlt die seidene Waldelfenkleidung. Naja, das war unsere nächste Mission. Wo ist denn das? Die ist mittendrin, oder was? Nee, das ist, sprecht mit Momaya. Alles klar. Wir sprechen erstmal mit Numaya, würde ich sagen. So. Und dann, ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr. Ne, im Stream geht's. Ich schaue nämlich gerade nebenbei auch mal in meinen Stream rein. Ich hoffe, in der Aufnahme ist das auch alles schön sauber. Ich habe so saubere 60 FPS. Passt alles. Perfekt. Numaya, genau. Jute. Die Jute. Alles klar, wir werden natürlich als allererstes angegriffen. Hallo? Ich drehe mich nicht um, weil ich keinen Bock habe. So, jetzt. Was? Noch ein Schakal? Nee. Meine Güte. Voll erstmal rumgebackt hier. Okay, ich muss mich erst wieder angewöhnen. Was hatte ich denn für Fähigkeiten? Okay, das war der Sock. Das ist die Axt, das ist das Skelett. Und das ist die Heilung. Okay. Ich glaube, ich bin wieder drin. Muss man auch alles erst wissen. Du kannst auch die Waffe wegstecken. Wie war das nochmal? Ah, okay. Sehr gut. Was? Hier ist eine Queste? Ich würde sie mal erstmal links liegen lassen. Ich würde erstmal nur Maya machen wollen. Um die Story, um der Story ein bisschen zu folgen. Irgendwie ruckelt mega die Vorschau. Performance, Kinners. So. Ich habe lange auch mit meinem ersten Charakter, Heiler-Charakter tatsächlich, nicht mehr gespielt. Der ist jetzt auch nicht der Beste, muss man auch zugeben. Ich habe den wahrscheinlich irgendwo verskillt. Aber ich finde das Schöne, man kann... Alles klar. Man kann sich, glaube ich, hier nicht so wirklich verskillen. Schön, dass du in die First-Person-Modus, in den First-Person-Modus schaltest. Alles klar. So, komm her. Danke. Eiter. Warum haben die Eiter? Was habe ich denn mit denen gemacht? Also bitte. Immer dieses Eiterteil. Ja, hier kommen wir natürlich weiter. Habe ich so gelernt. Oh nein. Diese lustigen Hunde. Pass. Sehr schön. Oh nein. Das ist ja hier Spaß on demand gerade hier. Ah. Also ich meine, gut. Der macht ordentlich Schaden. Für den Anfang. Ich hoffe, der wird nochmal richtig mächtig werden. Ich muss schon zugeben, Elsewhere. Entschuldigung, ich sag immer Elsewhere. Elsewhere ist echt schön. Ist eine schöne Savannengegend. Passt zu den Katzen. Passt zu denen auch. Sehr sogar. So, dann sprinten wir mal. Zumal, ich finde das halt so einen schönen Mix aus, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Dwemer-Ruin. Ich glaube, da hinten ist eine Dwemer-Ruine, kann das sein? Clockwork Town, oder wie heißt das? Wie heißt die? Karte. Ist eigentlich ganz nice. Clockwork Town? Clockwork, Clock,
Rock Hour. Apropos, wo wir gerade dabei sind. Ist okay. Hat sich wahrscheinlich keiner beworben, ne? Nee. Okay. Ich guck bei sowas lieber mal nach. Ich würde mal sagen, hier ist ein Drache durchgefegt oder so. Oder jemand ist am Plündern. Oder ein Oblivion-Tor hat sich geöffnet. Und hat alles in Brand gesetzt. Ja, finden tun wir hier wahrscheinlich nicht mehr viel. Hier ist auch schon jemand durchgeputzt. Skelette. Ist ja mal was ganz Neues hier. Ein Knochenschinde. Ah, wir kriegen Punkte bei der Kriegergilde. Wohin müssen wir denn noch? Ach, wir müssen da hinten irgendwo hin. Heidewitzka. Davioda, ich grüße dich herzlich. Na, geht's dir gut? Ich hoffe doch mal. Heute mal ein bisschen früher am Strömen. Ah, natürlich laufe ich in die Gegner ran. Komm, geh drauf. Bisher schon. Es klingt so, als ob es heute noch anders gehen könnte. Stufe. Etwas, was ich gerne höre. Stufenaufstieg. Okay. Ja, wir leveln mal. Wir sind noch im Kampf. Jetzt mal raus. Perfekt. Kann man beanspruchen? Was? Ihr müsst eine Belohnung weiter oben. Was für ein Ding? Ja, wenn die Gärtner. Da wird's dann mehr, nicht? Achso, ich muss was. Ach komm, vergiss es. Es schmilzt. So. Ich geb mir einen auf Ausdauer gerade. Nee, Punkte einsetzen. Haben wir hier irgendwas, das wir verteilen können? Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Knochenrüstung. Also, wir überlegen uns das später. Ah, Moment. Ich kann was verbessern. Fleischformen. Ja, gut. Muss man mögen. Bittere Ernte. No, die Katze. Hast du hier zufälligerweise gesubbt und es kam bei mir nicht an? Weil irgendwie spinnt bei mir gerade Streamlabs, habe ich das Gefühl. Habe ich die Donuts aus? Okay, nein. Dann ist alles gut. Ich hab mich gerade gewundert. Knochentotem, was kann das sein? Ein langer Schutz, okay, das ist auch gut. Grabesgriff. Ah, der liebe Jan, ich grüße dich herzlich. Na, geht's dir gut? Okay. Ich überlege mir gerade. Ich glaube, es wird der Grabesfürst sein, wo wir. Schockender Siphon. Friedhof. Alles klar. Da hinten wird gekämpft. Na? Geht's dir auch gut, lieber Jan? Ich hoffe doch sehr. Ein Drache, zwei Drache, roter Drache, blauer Drache. Mein Gott, ist das tiefgründig. Einer befreit aus der käfiges Kluft, viele in wilder Wut in der Luft. Alter, wen haben die denn eingestellt, damit er diese Gedichte schreibt? Manche grausam, manche schnell, manche verbrennen euch mit Flamme hell. Drachen frieren euch ein oder versengen euch glühend rot, werfen euch mit Schreien herum oder schleudern euch in euren Tod. Schaut in den Himmel zu jeder Tageszeit, so viele Drachen zum Töten bereit. Was erzürnt die Drachen so? Was hält sie hier am Fleck? Ist mir doch egal, ich laufe lieber weg. Ciao. Alter, das ist voll der Drachenproet. Ein Knochenkoloss.
Soll ich es probieren? Ich try es mal aus. Oh, komm her. Ja, nimm den da. Danke. Ciao. Sehr schön. Okay. Wir tryen den Koloss. Oh, der ist ein bisschen stärker. Ja, das ist die Frage. Hm? Was für Art von Drachen? Ich gehe mal davon aus, von den Casual-Drachen, Alter. Kann der mal aufhören mit dem Quatsch? Danke. Danke, Merkel. Also. Nimm das nochmal her. Okay, der ist weg. Ah, ich habe keinen Mana, kein gar nichts mehr. Aber ich kann draufknüppeln. Und er holt neue. Ich werd fett. Okay, die sind tot. Ja, okay. Und 5 läppische Gold. Kann ich mir nicht mal einen Snickers an der Tanke kaufen. Wieder so ein Ding. Na, hoffentlich ein Level Up dafür. Na, spring ihn an. Danke. Haben die da Klopapier? Das sind bestimmt so Corona-Anhänger. Ich habe noch immer das Gefühl, diese ganze Story mit Corona endet in einer fremden Anbetung. Ich glaube, das ist ein dunkles Ritual, was die teilweise durchführen, da sie so viele Klopapiere kaufen. Ich glaube, die legen sie zu Hause in Pentagrammen aus oder so. Auf geht's. Du bist ja lebend. Hab jetzt nicht mitgerechnet. Nein. Okay. Wir ziehen mal weiter. Da lang. Sonst Blümsche, die ich mitnehmen kann, kann ich nicht. Dafür kann ich einen Schmetterling mitnehmen. Danke. Der ist nicht weit weg, würde ich sagen. Ich habe keine Lust gegen den Corona-Lost die Apokalypse aus. Löst die Apokalypse aus, ja klar. Deswegen werden alle zu Zombies. Das bewahrheitet sich. Ich glaube, der Drache, der hat gerade richtig Bock. Kann das sein? Bitte was? Oh! Oh! Hi! Ich guck gerade auf den Drachen und nicht mehr auf dieses blöde Harpier. Wir müssen eh in den Süden. Tschüss! Ja, die Autokorrektur macht gerade echt Spaß bei dir, habe ich das Gefühl. Ich gehe dann mal. Es ist ein Wyvern. Es ist auf jeden Fall erstmal ein Drache. Irgendwie scheint es mir hier so ein bisschen dunkel zu sein. Es ist heller geworden. Und ich sollte mal die Farbe ändern. Und so ist hier. So, jetzt ist besser. Irgendwie schien mir das gerade doch ein bisschen befremdlich. Für mich ist es trotzdem ein Drache. Nein. Ich kenne den Unterschied nicht und... Ja. Numaya. Stehen geblieben, Wilderer. Noch ein Schritt und Numayas Liebling wird euch in Stücke reißen. Oh, komm schon, Milchgesicht. Hoch mit dir. Pah, du bist nutzlos. Ist das eigentlich Sklaverei, wenn ein... Humanoide Katze eine Katze hält? Ist das die Versklavung der eigenen Bevölkerung? Ich bin kein Wilderer, was geht hier? Vorsicht. Oh, Vorsicht. Numaya ist dieser Tage gegenüber jedem misstrauisch. Ein Drache rauschte vor kurzem hier durch. Wisst ihr? Er verschlang ganze Herden von Antilopen und brannte die großen Jägerlager nieder. Jetzt haben Knochenglockenwilderer ihre Zelte
überall im Pirschgrund aufgeschlagen. Furchtbar. Wie hat sich das auf das Gehöft ausgewirkt? Wir kümmern uns hier um viele seltene Tiere. Ein saftiges Ziel, ja? Erst gestern hat eine Gruppe von ihnen die Ausbildungspfeife von dieser gestohlen, um unsere Tiere anzulocken, wisst ihr? Wir haben nur wenig Gold, aber Numaya würde euch bezahlen, wenn ihr die Pfeife bergt und diese Moschusinten bestraft. Wundervoll. Nun gut, ich werde mich um diese Wilderer kümmern und eure Pfeife zurückholen. Was diese dafür geben würde, dabei zusehen zu können, wenn ihr diesen Knochenglockenbastarden die Zähne einschlagt. Leider kann Numaya ihre Tiere nicht unbewacht lassen. Das Leben auf einem Gehöft hat sie viel zu fett und faul gemacht. Insbesondere dieses da. Ja, Milchgesicht. Numaya redet von dir. Das ist russische Kajik Akzent. Ist diese Pfeife, die ich bergen soll, etwas Einmaliges? Oh ja. Der Großvater des Onkels der Mutter von dieser hat sie vor über 100 Jahren einem waldelfischen Blechschmied abgekauft. Sie ist nichts Auffälliges, keine Goldgravuren oder sowas. Doch ihr Klang ist so glatt und perfekt wie eine Topalperle. Ein Meisterwerkwanderer. Wunderschön. Ihr erwähntet einen Drachenangriff? Den haben wir ja schon gesehen. Ich gern darüber nach. Numaya hat noch nie etwas so Furchterregendes gesehen. Kiefer voller Zähne, Krallen lang wie Kornsensen und Flügel, die Sonne verdunkeln können. Mit Senti und Schakalen werden wir fertig. Aber mit einer solchen Bestie auf keinen Fall. Ihr sagtet, er hätte die meisten Wildtiere im Pirschgrund gefressen. Das hat er. Körner, Hufe und Hauer, einfach alles. Was er nicht gefressen hat, hat er verbrannt. Irgendwie blieb Numayas Gehöft verschont. Gepriesen sei Alkosch. Diese denkt wirklich, dass es nichts auf Nirni gibt, was ein solches Monstrum aufhalten kann. Und ich würde gerne so ein, zwei Sachen gerne über das Gehöft erfahren. Lieber Yoda, ich sehe das. Was du schon wunderschön, ja? Numaya hat dieses Stück Land ihrem dauerbetrunkenen Onkel Baraku abgekauft. Wenn er nüchtern war, war er ein begabter Jäger. Doch leider war er nie nüchtern. Ihr hättet es vorher sehen sollen, Wanderer. Zerschlagene Flaschen, alte zerrissene Zelte. Grässlich. Ihr wart also in Schutz gebracht? Ja. Numaya hat jedes Brett gerichtet, jeden Nagel eingeschlagen und jeden Pfosten in die Erde gerammt. Es dauerte 6 Jahre, aber diese denkt, dass es ganz gut geworden ist. Ehrlich gesagt war das Bauen gar nicht so schwer. Doch die Rettung dieser Tiere, Ziswo, da kriegt man Knoten im Schwanz. Wovon habt ihr geredet? Vor allem vor Jägern. Nun, Numaya sollte das klarstellen vor sorglosen Jägern. Numaya wirft es keinem Khajiit vor, wenn er Fleisch isst. Aber Jakajit, die Tiere mit einem Pfeil treffen, es dann aber nicht zu Ende bringen oder Fallen stellen, die nie ihre Fallen überprüfen, da gerät sie ins Fauchen. Sind all diese Tiere von Jägern verletzt worden? Die meisten. Numaya fand Milchgesicht halb verhungert in einer Grubenfalle. Anfangs geifert und brüllte er. Aber jetzt verschläft er den ganzen Tag. Faul, faul, faul. Die Essen Marmelade verlor fast die Hand in einer Schlinge. Manchmal wünscht er diese, es wäre so gekommen. Sie ist so diebisch. Faul, faul, faul. Das ist eine sehr gute Idee. Klingt, als würden sie euch auf Trab halten. Das tun sie. Doch Numaya liebt sie trotzdem. Sogar an ihren schlimmen Tagen. Tiere lieben einen immer. Da ist es nur gerecht, dass wir das auch tun, oder? Lebt wohl. Sehr schön. Okay, ganz kurz, ich muss ein, zwei Sachen einstellen. Kurz, Moment.